vor 2000 Jahren. Der Chaosschrein. Hatte noch festere Wände als heute. Außerdem war er nicht so einsturzgefährdet. Und es gab noch grüne Drachen. Die sind heute schließlich vom Aussterben bedroht, wisst ihr? Gibt nicht mehr so viele. So der grünen Drachen, der grünen Dragon Slayer. Der hat da gute Arbeit geleistet. Seiner Drachentöter-Magie. Wisst ihr nicht? Grün und so. Ja. Wow. Schon wieder Level Up. Wir hatten auch erst in der letzten Folge 2. Also wenn man irgendwo seine Charaktere auf 99 bringen kann, dann im Chaos Dungeon, sage ich euch. Ich meine im Chaos Schrein. In den Chaos Dungeons geht das bestimmt auch. Nein, zumindest nicht im Erde und Feuer, aber in den anderen beiden Wasser und Winter wird das bestimmt gehen. Fuck. Och ja, Hallöchen. Ihr fresst es einfach mal, weil ich es kann, Flair. Weil wir den viel zu wenig einsetzen. So ein schöner Zauber. Kostet Dark Dragon gerade mal die Hälfte seiner MP. Naja, nicht direkt. Er kann ihn 9-mal einsetzen. Glaube ich. Was? Nee. Was rede ich für Kacke? 19-mal. 50 mal 10 gleich 500. Und dann nochmal mal 9. Sind 450 und dann bleiben 49 MP über. Und das reicht nicht. Überhaupt gezaubert gerade? Ich glaube nicht. Das heißt, es ist wieder eine sinnlose Zeitverschwendung, was ich hier tue. Yay! Und wer bin ich hier? Zocke mitten in der Nacht. Final Fantasy 1, nur für euch. Morgen schreibe ich eine Leistungskontrolle in Deutsch. Über ein schönes kleines Buch, was sie Antigone nennt. Der gute Sophokles, der hat sich bestimmt auch was dabei gedacht. Warum beziehen wir nicht mal Final Fantasy 7 auf Sophokles Antigone? Weil es keine Sau interessiert! Punkt. Also tun wir es auch nicht. Ja. Ich glaube, hier kommt nichts anderes aus Gründrachen und Dunkelritter. Während wir hier diese Gegner schnetzeln, zocke ich auf meinem Handy irgendwas anderes. Okay, sinnlose Updates. Was haben wir denn da Schönes? Hill Climb Racing. Nee. Nee, nicht ablenken. Ich muss das durchstehen. So, mehr oder weniger. Hier ist eine Treppe. Ah, die führt wieder runter. Glaub nicht, dass das so eine gute Idee ist. Das sind übrigens die Gegner, die immer öfters Vollgas spammen sollten. Seht ihr? Das war sinnlos. Vollgas hätte viel mehr Schaden gemacht. Ihr wisst schon. Hätte man mal gerechnet. So wie Adam Ries. Der hat auch immer gerechnet, wisst ihr? Und heute ist er einfach nur noch jemand, den man zitiert. Wie kann man nur sinken? Nee, danke. Das sieht schon so falsch aus. Die Dunkelritter, die nehmen kein Ende hier, verdammte Scheiße nochmal. Ja. Mir ist langweilig, das ist scheiße hier. Ich will irgendeinen. Ich will gegen den letzten Endgegner kämpfen. Das wird spannend. Tobi ist ernsthaft schon wieder ein Level gestiegen. Es reicht nun langsam mal mit den Leveln. Da erreiche ich ja wirklich noch Max-Level am Ende des Spiels. Nach den Chaos Dungeons. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Levelt man in den anderen Final Fantasies auch so leicht am Ende?
Es macht eigentlich wenig Sinn. In allen anderen RPGs wird das Leveln immer schwerer mit der Zeit. Nicht in Final Fantasy 1. Hier geben die Gegner im letzten Dungeon so tonnenweise Erfahrungspunkte, dass man locker aufs Max-Level kommt. Reuti hat auch bald maximale MP. Also kann er heilen ohne Ende. Das freut mich. Ja, super. Feine Sache. Hier diese grünen Drachen. Ist euch mal aufgefallen, dass das Giftgas nicht wirklich vergiftet? Abgesehen davon, dass es wenn dann höchstens Tobi vergiften könnte, der keine Schleife trägt. Was hat's noch nie? Oder trägt er irgendeinen Giftschutz? Ich glaube eigentlich weniger. Wenn hier jetzt nicht noch eine Treppe nach oben ist, dann müssen wir wirklich weiter runtergehen. Das kommt mir so falsch vor. Gott, wir sind schon wieder 6 Minuten nur auf diesem Stockwerk rumgegammelt. Ihr seht, der Chaos-Schrein, der kann dauern. Leute, der kann dauern. Und wir haben noch keine einzige Schatzkiste gefunden. Das finde ich auch irgendwie unverschämt. In allen anderen Dungeons gibt es Schatzräume mit mehreren hundert. Toll. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr seid scheiße. Wir werden schon einen Weg finden. Irgendwann. Vielleicht müssen wir auch einfach in diesen Raum dort rein. Vielleicht ist es die Möglichkeit, dass wir diesen Raum dort betreten müssen. Er wird uns in unserer noblen Queste weiterführen auf das, whatever. Kein Plan. Die Gegner leben immer noch. Boah. So, danke. Ey, ich glaube nicht, dass ich gerade richtig gucke, aber Level 71. Ein Todesauge. Ist der Todesauge und so. Schlägt so viel weg wie das andere Auge und gibt ein Gil und ein Wort dazu Kisten. Mehr von diesen Typen, die nichts können, außer vielleicht mich mal endlich mit Folger zu spammen, wie sie es vielleicht tun sollten. Glaubt mir, es wird nicht passieren. So, was gibt's denn in diesen tollen Kisten? Super Äther und ein Zufallskampf. Zufallskämpfe vor der Kiste. Fast wie Sex auf der Disco-Toilette. Aber das, darüber reden wir jetzt nicht unbedingt. Das muss nicht sein. Das ist ja, soll ja noch für Kinder gerecht sein, ja, dieses Video. Aber diese Steinplatte sieht potenziell wichtig aus. Sie wird ja von endlosen Mengen an Dunkelmagiern und Dunkelkriegern bewacht. Keine Dunkelritter diesmal. Seltsam. Die trauen sich dort wohl nicht hin. Aufgrund der Menge von anderen Dunkelgegnern. Ja, noch mehr Dunkelgegner. Der kam endlich zu Ende. Nein. Natürlich nicht. Danke. Das ist eine... Was machen wir da? Ölen wir gerade das Holz oder... Ach, das ist die Laute! Würde ich mal denken.
Kennen. Okay, wir gehen doch wieder runter. Ach ja, hallo Drachenzombies. Ihr wart schon scheiße, als ich euch das erste Mal getroffen habe. Drachenzombies in den anderen Spielen sind wesentlich stärker als in den anderen Final Fantasy Spielen. Die sind da wesentlich fieser und gemeiner. Und dreckiger. Und sie stinken. Ganz schlimm. So. Nix. Oh. Oh. Was ist das denn, uraltes hier? Warum gibt es hier auf einmal Gegner aus der Eishöhle? Besonders so schwache Gegner. Ich meine, die können doch nichts. Leute, die können doch nichts. Die Wölfe sind immer noch schneller als die Zauberer von uns. Wenigstens sind ihre Schneestürme nicht so stark wie die der Weißdrachen. Sonst hätte ich mich aber aufgeregt hier. Dann wäre aber kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Oh ja, noch mehr davon. Noch mehr verdammte Schneewölfe. Es sind die zuerst dran. Ich glaube es nicht. Ja, furchtbar. Wird's heute noch, ihr Luschen. Na endlich. Das wurde aber mal Zeit. Ein Frostschild. Davon haben wir langsam auch genug. Okay, wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Der scheint wieder doch runtergehen, richtig zu sein. Komische Sache. Ich sehe, irgendeine Sau hat mich wieder in Skype angeschrieben. Ich kann mir denken, wer es war. Aber es könnte auch jemand anderes gewesen sein. Es könnte auch ein gewisser Nostale mit mir Spieler gewesen sein. Aber ich war mal so schlau und habe mich auch beschäftigt gestellt, dass ich mich nicht mehr so aufregen muss. Ein Weißdrachen übrigens. Einer der Standardkämpfe in dieser blöden Höhle, wollte ich sagen. Aber es ist ja eigentlich ein Schrein. Ein Chaosschrein. Aber das interessiert hier keinen. Wir kriegen immer mehr Level-Ups, ey. Das ist doch nicht normal. Da ist eine Treppe, da gehen wir einfach runter. Und hauen wir Chimären. Ganz, ganz viele Chimären haben wir da. Oh, die eine, sie hat überlebt. Jetzt ist sie tot. Im ersten Untergeschoss gibt es erstmal eine Ladung Heilen für alle. Viel. Ja, komm. Pam. Und pam. Alle nicht voll, aber. Boah. Ach du Scheiße, wie sieht's von hier aus? Erdmedusa. Noch mehr davon. Die sind aber äußerst sinnlos, mal abgesehen vom bösen Blick. Der aber nicht zieht bei uns. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir gute Ausrüstung, vielleicht ist es einfach nur meine Erhabenheit, die den bösen Blick wirkungslos macht, aber wer weiß, es könnten auch alle drei Dinge richtig sein.
Ich hoffe aber insgeheim auf die Erhabenheit. Ist da? Das ist so popelig. Aber Leute, ich kann euch versprechen, auch wenn die Zeit mal wieder vorbei ist, im nächsten Part wird wieder was Cooles passieren. Mehr Zufallskämpfe im Chaos-Schrein. Yes!